Hallöchen an meine YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Stardew Valley Part, Part Nummer 10. Oh mein Gott, wir sind schon richtig weit. Und es ist jetzt Jahr 1 Winter. Das bedeutet, unsere Mission ist es jetzt, ganz wichtig, unsere Mission ist es jetzt, dass wir Goldwerkzeuge machen. Wir wollen aus diesem Winter rauskommen mit allem aus Gold. Wir wollen Gold, Gold, Gold. Und wir wollen Lia natürlich auch bezirzen. Das ist unsere Mission für den Winter. Das ist unsere Mission für den heutigen Stream. Wir werden heute sehr viel Erz sammeln gehen, also sehr viel in der Mine verbringen. Und natürlich auch, ich glaube, das letzte Bündel auch von dem einen Raum fertigstellen, weil ja Winter jetzt ist. Ja, ihr werdet sehen, wie es läuft. Es wird auf jeden Fall laufen. Ja, ja, wir werden das machen. Kommt auf Twitch vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir spielen jetzt auch gerade auch sehr viel Animal Crossing wieder. Ich habe nämlich die neue Insel gestartet. Beziehungsweise die startet am Sonntag. Denn wie viel denn ist denn das? Leute, am Sonntag, den 14. starten wir im Stream mit der neuen Insel. Ihr wisst Bescheid. Danke, Jonas und Lilly. Vielen, vielen Dank. Ihr habt den Kalender im Kopf. Ja, heute ist der 7. Man müsste nur plus 7 rechnen, ne? Es wäre einfach gewesen. Auf jeden Fall, YouTube-Zuschauer, viel Spaß bei diesem Video. Und ja, kommt vorbei auf Twitch. Ihr wisst Bescheid. Suche nach Spielständen. Hier sind wir. Wir haben Louis Unterhose an. Das haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben Louis Unterhose angezogen und haben ihn damit einen Schrecken eingejagt. Mani kichert die ganze Zeit, wenn wir das zeigen, dass wir Louis Unterhose anhaben. Der Louis ist nicht so begeistert. Aber das ist nicht schlimm. Ich find's witzig. So. Wenn es euch zu laut ist, sagt Bescheid. So, wir haben Winter, Tag 1. Oh, es ist so anders. Hier sind auch direkt die Dinger hier. Das brauche ich schon zum Abgeben. Oh, guckt euch das an, wie schön das aussieht. Das ist so schön. Also auch wenn ich den Winter in Cozy Games und generell in Spielen gar nicht so krass mag. Haben wir hier eh keine Lücke? Nee. Das sieht so schön aus. Das müsst ihr zugeben, oder? Jetzt seht ihr es nicht, weil ich aus dem Spiel getappt bin, um das zu regeln hier. Okay. Letztes Mal hatten wir nämlich da so einen Rand. Angenehm, außer das Gewächs. Das kommt ja noch. Ihr müsst euch aber noch ein bisschen gedulden. Ich weiß, ich habe es ein bisschen verkackt. So, vielleicht kaufen wir uns beim Mania auch noch dieses Gerät, das uns automatisch alles einsammelt. Dann brauche ich hier auch nicht jeden Tag vorbeischauen. Oh. Nein, Buffy, ich will doch nur das Ei und das Inventar ist voll. Oh. Sollte ich die Mayonnaise-Maschinen vielleicht hier aufstellen? Das wäre vielleicht gar nicht blöd. Geht das bei Hühnern auch? Ich weiß es nicht, ich hätte schon gedacht. Nicht? Geht das nicht? Ich habe mir eingebildet, das geht. Aber ihr wisst ja, es ist ewig her, dass ich gespielt habe. Ich meine, da steht Kühe. Oh. Das ist aber traurig. Fragt mich nicht, was ich gerade mache. Ich weiß selber nicht. Aber ich glaube, dass das praktischer ist, wenn das da drin steht. Oder? Weil ich muss ja sowieso immer die Eier hier drin einsammeln. Dann packe ich die einfach gleich immer rein. Stört die ja nicht, wenn das hier rumsteht. Oder? Stört die das? Nee. Klagt sich nicht. Man kann im Stall viele Sachen reinstellen. Okay. Ja, drum, dann stelle ich die hier rein. Wäre ja blöd, wenn ich es nicht so mache. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und wir fragen uns auch nicht. So, die Heizung läuft. Das ist gut. Dann machen wir das auch unten bei den Kühen. Stellen wir das auch gleich um.
Wohl, die Kühe kann ich ja draußen melken. Die sind ja immer automatisch draußen, wenn ich offen lasse. Kann ich aber jetzt zumachen. Da ist das halt so. Außer ich habe dieses Gerät, das mir automatisch melkt. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Ich weiß auch nicht, Becky. Ey, Platin! Platin Ganoa. Ich sag Platin. Platin, danke für dein Follow. Herzlich willkommen bei der Dude Crew. So, jetzt habe ich ganz viel Milch. Jetzt kann ich ganz viel Käse machen. Achso, ich habe die nicht gestreichelt. Leon, hallo! Nein, nicht melken, streicheln. Habe ich die gestreichelt? Nee, die Ziegen nicht. Oh, okay. Hallöchen, Leon. Danke für deine 10er-Serie übrigens. Vielen Dank. Machen wir gleich mal Ziegenkäse draus. Liebt ja die Lia. Oh, wir haben eine große Milch. Muss ich auch nicht mehr abgeben. Okay. So, jetzt habe ich das Problem. Ich brauche hier auch eine Truhe. Für eine Truhe brauche ich Holz. Ich habe kein Holz. Doch, ich habe Holz. Dann stelle ich mir hier noch eine Truhe hin, wo ich die übrige Milch reinpacke. Beziehungsweise ich könnte das eigentlich hier so aufstellen, dass das so im Kuhbereich ist. Wäre wahrscheinlich besser. Ich habe noch keine Truhe hergestellt. Kann ich keine Truhe aufstellen. So. Käsebacher brauche ich Stein, Hartholz, Kupferbarren. Okay. Wie lebst du in Animal Crossing und der Ideensuche? Sehr gut. Das Video kommt auch auf YouTube. Falls das jemand nachgucken möchte. Hartholz? Stein? Barren. Barren, Barren, Barren. Haben wir nur mehr zwei. Das ist wenig. Am Stein hapert es jetzt. Wo ist mein Stein? Ich habe keinen Stein mehr. Oh, Mist. Hart. Das Leben ist hart ohne Steine. Was ist das? Magma hier unten? Achso, wir waren letztes Mal noch in der Mine. Stimmt. Den Waldspringer muss ich abgeben. Die Seegurke auch? Nee. Ich habe zwei goldene Seegurken, kann ich eine verkaufen. So, Ziegenkäse ist für die gute Lea. Stoff kann ich mit zu Emily, glaube ich. Nee, Emily, war das Emily, die die Nähmaschine hat? Wenigstens ist es dann die Steinhahn. War das Emily? Oh, ich komme mit den Namen durcheinander. Bei Haley auf jeden Fall im Haus, das weiß ich. Da wohnt nämlich Haley auch. So, wir wollen das ja alles auf Gold bringen. Hui, das brauchen wir noch lang. Also das ist ja schon gut, Stahlaxt und Stahlspitzhacke. Aber hier haben wir erst die Kupferaxt und da die normale Sense. Das heißt, wir brauchen Kupfer. Ich will die Sense auch auf Gold haben. Kann man doch, oder? Ich meine ja. So. Egal, wir machen jetzt erstmal hier das sauber, dass hier alles schön ist, schön seinen Platz hat. Boah, der Nachbar macht heute richtig viel Lärm. Ich hoffe, ihr hört das nicht durch das Mikro. Aber der ist heute richtig am Ragen da unten. Keine Ahnung, was der tut. Jetzt hört sich zumindest so an, als würde er ragen. So. Wenn ich das nämlich durch mein, Headset höre, dann muss es laut sein. Die Sense kann man, glaube ich, nicht normal verbessern. Nicht? Ach, wir werden es einfach... Wir werden es gucken. Wir werden auf jeden Fall Dinge sammeln und Dinge zu Clint liefern und gucken, was er mir alles besser machen kann. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal alles abgeben. Die Winterwurzel, glaube ich, habe ich schon abgegeben. Genau. Cutscene, Leute.
Was war das für ein Vieh? Da müssen wir jetzt gleich mal gucken gehen. Der ist darüber gerannt, aber ich hole mir hier noch kurz die Sachen. Oh, ich kann hier im Winter auch was pflanzen, genau. Stimmt. Ist in Österreich der Sonntag kein Ruhetag? Weil man darf doch am Sonntag eigentlich keinen Krach machen. Ja doch, ist so. Sonntag ist Ruhetag. Seit wann? Hä, sind die Bäume immer schon bunt? Haben die immer schon Lichter dran? Bin mir nicht sicher. Oh, es ist so schön, der Winter in Stardew. Oh, es ist so ewig her, dass ich den gespielt habe. Ich wünschte, Abby würde nicht so viel Zeit in ihrem Zimmer verbringen. Lass sie doch. Sie ist eine kleine Zuckerin. Ich verbringe auch immer viel Zeit. Oh, guck mal, das sind Fußspuren. Die führen hier hoch. Aha, das Ding ist hier lang gelaufen, Leute. Da hören die Fußspuren auf. Schox, danke für dein Follow und herzlich willkommen im Dodo Club. Und bei der Dodo Crew. Spar es dir, falls es geht. Was soll ich mir sparen? Um was ging's gerade, Risor? Paula, hallo. Oh. Ah, Schattentyp. Huch, du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es, nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Was hast du denn da? Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Aber wieso hat er denn Angst von uns gehabt? Das mit der Sense. Dass ich es mir spare mit dem Verbessern? Weil ich sie nicht brauche, oder? Die Goldsätze bekomme ich. Ach so, okay. Ja, dann werden wir die nicht verbessern. Okay. Der Arme hat voll Angst vor uns. Was ist das hier im Kollektionstab? Collection-Tab, oder? Hier. Ist das auch neu? Ach, das hat man. Hat man das nur am PC oder? Geheime Notizen. Wo sind denn meine geheimen Notizen? Ich habe noch keine, oder? Wahrscheinlich habe ich noch keine. Das mit der Sense war schon ein Spoiler, ja, Jonas. Das stimmt schon. Das ist schon ein bisschen gemein gewesen. Aber ich habe es gelesen, also was soll ich tun? Riso hat es nämlich spoilerfrei gesagt. Ja. Ich wollte eigentlich noch die Dinge finden, die ich abgegeben muss. Spoiler, am Ende brennt die ganze Farm ab. So ist es. Hallo JP. Hallöchen. Ich glaube auch, dass sie dann abfackelt, wenn ihr zu viele Spoiler hier reinschreibt. Ach, guck mal, da ist was. Wenigstens ein Collectible. Wir werden morgen mit der Mine anfangen. Heute sammle ich die ganzen Sachen zum Abgeben. Krokus muss ich auch abgeben. Süßkartoffel auch. Springer auch, aber die Winterwurzel nicht. Die habe ich schon abgegeben. Ich glaube, die habe ich mal in der Mine gefunden zum Abgeben. Dann gehe ich nochmal runter da zu Mani. Oh, der Käse ist fertig. Schön. Schön ist das, der ganze Käse. Guck mal, ich habe einfach 6 Stück Käse. 6 Stück Käse. Haha. An alle Käseliebhaber da draußen, ihr seid alle neidisch auf meinen Käse. Ich dachte, das Gras verschwindet komplett. Warum ist das Gras noch da? Aber es wächst nicht nach, oder? Hä? Und es füllt mein Silo nicht auf. Weil da ist ja jetzt eigentlich was raus, oder? Hä? I don't get it. Ich dachte, das ist alles weg. War das nicht so früher? Oh, ein Buch. Buch ist auch toll.
Ich würde eigentlich gerne noch mehr von den Wintersachen finden, aber hier ist nichts. Noch eine Süßkartoffel? Noch so eine Stechpalme. Oh, ich habe ja wirklich ein Buch gefunden. Guck mal. Ah. Eine neue Fähigkeit. Jack ist flink. Jack ist C. Erhalte plus 1 Verteidigung. Okay. JP, danke für dein Folio. Herzlich willkommen. Oh, Hüte, Hüte! Die sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Hüte, Hüte, Hüte. Hüte, Hüte, Hüte. Hallo! Okay, hier können wir Hüte kaufen. Ganz viele verschiedene. Oh, die blaue Mütze. Aber ich finde unseren Hut trotzdem noch immer cool. Ich glaube, wir belassen es bei dem Hut, oder? Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Geld, dass ich sage, ich könnte jetzt sammeln. Die Mülltüte. Hatte der echt jetzt gerade eine Mülltüte als Angebot? Oder meinst du meinen Hut? Mein Hut ist keine Mülltüte! Mein Hut ist cool. Habt ihr eure Kanalpunktebelohnung angepasst? Ich habe nur einen Sound rausgenommen. Aber ansonsten, nee. Der Sound musste leider raus wegen Copyright-Schwierigkeiten. Warum ist da keine Musik? Ich mach mir meine eigene Musik. Leider nicht das gefunden, was ich suche. Schade. Aber vielleicht habe ich ja schon alles. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, mir fehlt was. Für den Winterreiter. Warum ist es verschlossen, Lia? Doch noch gar nicht so spät. Boah, die Kuh hat mich gerade erschrocken. Ich gehe jetzt nicht nochmal runter, Jonas. I don't know. Ist sie in der Bar? Lia. Lia, ich habe Ziegenkäse für dich. Nee, sie ist nicht hier. Aber ich rede mal mit allen. Ach, guck mal, Leute, die haben Winterklamotten an. Guck mal, Shane. Shane. Voll eingepackt. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Das frage ich mich auch. Oh, guck mal. Oh. Die Pullis. Es geht doch nichts über den guten Schluck selbst gebraut, um meine alten Knochen zu wärmen. Das ist doch nicht warm. Trinkst du warmes Bier? Oh Gott. Gas auch richtig dicken Pulli an. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Also das ist auch neu mit dem Update, die ganzen Winterklamotten. Emily auch voll eingepackt. Pass auf, dass dir kein Eiszapf auf den Kopf fällt. Süß. Aber Lia möchte nicht mit mir reden. Die ist zu Hause und hat sie eingeschlossen. Traurig. Ich hätte für sie Käse gehabt, aber gut. Das war ein Hase, hoffentlich. So, wir gehen aber das mal abgeben, was ich habe. Ich glaube, das haben wir bald fertig, hier diesen Raum. Okay. Ja, genau das fehlt mir. Das, die Kristallfrucht. Die fehlt mir. Oh, Mist. Und dann haben wir das hier komplett fertig. Ich freue mich drauf, wenn das fertig ist. Und hier haben wir es ja verkackt, ja. Das hätten wir eigentlich auch abschließen können, aber da war ich zu langsam. So. Den Waldspringer. Gehen wir auch mal ab. Thunfisch. Thunfisch und so, das kann ich jetzt alles auch sammeln. Stör, dann müsste jetzt im Winter alles sein. Muss mal angeln gehen. Und? Warte mal, habe ich noch was zum Abgeben? Dann können wir ja gehen. J,
Jonas, du kriegst jetzt einen Timeout. Denk vielleicht nach in deinem Timeout, dass du endlich das mit den Spoilern lässt. Wenn ich von dir nochmal Spoiler lese, und ich habe dich wirklich schon oft darauf hingewiesen, zu oft, aber beim nächsten Spoiler, ganz ehrlich, dann werde ich die bannen, weil das macht mich sauer. Wirklich sauer. Da mache ich nicht mehr mit. Ein Spoiler noch von dir und du darfst diesen Stream nicht mehr gucken. Nie wieder. Dann ist aus. Denk in deinen 600 Sekunden Timeout, das ist ziemlich lang, ich weiß. Denk darüber nach und überlegst dir, ob du das nochmal machen willst. Ganz gut. Ansonsten muss ich mich von dir verabschieden. Dodo Donner, hallo, guten Morgen. So, ich angel gleich mal ein bisschen. Vielleicht habe ich ja Glück und angel gleich die neuen Sachen. Oh, nee, Mist, da ist auch eine Truhe, die will ich auch. Ich will immer zu viel. Ah. Es ist endlich Frühling, gestern 22, heute 21 Grad. Ja! Barsch ist neu. Oh, ich habe einen Sonarköder. Was bringt mir der? Ach so, den kann ich auf der neuen Angel platzieren. Ich habe ja eine Iridium-Angel. Und das zeigt mir ja dann an, welcher Fisch drauf ist. Okay, das war ein Flussgelee. Mist. Ja, das ist so ein. Ein Waldspringer, oder? Ist das ein Waldspringer? Das wird mir oben rechts angezeigt. Wie cool ist das denn? Ein Zwergwels. Aber den habe ich doch auch noch nicht. Doch, habe ich? Anscheinend schon. Der ist neu! Ah, der ist neu! Was ist das, dieser... Oh, der hat so einen komischen Namen. Oh no. Ah, oh, Mann! Hör auf, so nervös zu sein. Der hat so einen komischen Namen. Glasaugen irgendwas? Nee, Mitternachtskarpfen! Den gab's bei der komischen Frau schon mal. Bei der komischen Frau. Oh, es wird spät. Ich muss nach Hause. Obwohl, eigentlich ja nicht. Ich kann ja die Mine nehmen. Und da sind noch Würmchen. Die will ich auch noch. Okay, einen Fisch noch, Leute. Das ist der letzte Fisch. Den kennen wir. Den kennen wir, den Fisch. Das ist der Schwarzbarsch, oder? Nee, der Kaulbarsch. Irgendein Barsch, ich wusste es doch. Aber das Ding ist, es ist alles voll. Die Würmchen, die spawnen ja nicht gleich. Glasaugenbarsch? Nein, es ist der Mitternachtsbarsch. Keine Ahnung. Dieses Mitternachtsding. So, ab nach Hause. Ab ins Bettchen. Dude Donner, danke für deine Dreier-Serie. Und es ist auch so krass schön draußen. Es ist 12 Uhr, jetzt läuten die Glocken auch noch. Oh, Nacho schläft heute bei mir im Bett. Das ist okay. So, es schneit. Das heißt, es ist wie Regen. Könnten wir wieder andere Fische finden heute? Hm. Schon wieder zu wenig Platz für die ganzen Feldfrüchte. So. Dann packen wir hier mal den Käse rein. Den Kaulbarsch. Und den muss ich ja nicht abgeben. Ein Zwergwels auch nicht. Ich würde ihn trotzdem mal gerne aufheben für eine Quest oder so, wenn wir eine haben. Da haben wir hier schon einen. Und den Barsch muss ich auch nicht abgeben. Nein. Den habe ich, glaube ich, auch schon abgegeben. Ich glaube, den habe ich schon bei der komischen Frau gekauft. Oh, und ein Brief. Und wer hat da gerade geprostet? Irgendwer hat gerade geprostet. Kischli.
hat er sowieso Durst. So, wollt ihr dich nur über einen neuen Artikel formulieren? Informieren, denn ich anbiete es. Es wird als Holzhackmaschine bezeichnet. Du kannst damit Holz in mehrere Stücke normales Holz zerkleinern. Das will ich doch gar nicht. Hartholz in normales Holz. Ich brauche doch mein Hartholz. Okay, noch ein Brief. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Hahaha. Als wäre das so leicht. Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Ja, ich probiere es, aber es ist schwierig. Schon nicht leicht, nachts am Ozean zu sein. Seit 3 Stunden wird Stardew Valley gespielt? Nee, wir haben vorher die Animal Crossing Inselbesuche gemacht, weil wir ja nächste Woche eine neue Insel anfangen. Und da haben wir Inselbus gesucht. Hä, ich kann meine Ziegen heute auch melken? Ich hatte die doch gestern schon gemolken. Ich dachte nur alle 2 Tage. Guck. Doch, jetzt kann ich auch melken. Hä? Du hast die Kuh gemolken. Ich habe doch gestern Ziegenmilch auch bekommen. Ich habe Ziegenkäse auch gestern hergestellt. Deswegen dachte ich mir. Bin verwirrt. Ich bin so viel verwirrt in meinem Leben. War der festen Überzeugung, ich habe die gestern auch gemolken. Die Kuh habe ich auch gemolken. Ich habe alle gemolken. Bei den Hühnern muss ich noch zumachen. Ja, das ist noch offen. Dann machen wir zu, damit es nicht so zieht. Hallo Leute, wie geht's euch heute? Ich habe Wolle bekommen. Ja. Yeah. Kann ich eigentlich das Spinnrad auch hier reinstellen? Weil Schafe haben wir ja gerade noch gar nicht. So, ein kleines Ei haben wir hier noch. Und ciao. Ich packe die Wolle mal hier rein. Oh, es ist eine Silberwolle. Wisst ihr eigentlich die Spawnrate von der Wolle? Beziehungsweise wie oft Wolle gedroppt wird von dem Hasen? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich glaube, 3-4 Tage braucht es auf jeden Fall. So, einen normalen Käse verkaufen wir auch mal. Oh, ein Zug kommt schon wieder. Ich weiß gar nicht, was der Zug macht. Aber wir werden es mal rausfinden, wenn wir da mal sind. Irgendwann mal. So, ich habe noch guten Köder. Wo? Aber wo? Wo habe ich den reingepackt? Wo habe ich doch... Da, hier, Luxusköder. Hatte ich nicht noch mehr oder habe ich die schon verangelt? Wahrscheinlich. Naja, egal. Nehme ich jetzt Angeln mit? Soll ich auch angeln? Ach, zwischendurch kann man immer mal angeln, oder? Hier, die müssen wir noch pflanzen. Häng deinen Hut an die Angel, dann verfangen sich die Fische in dem Plastik. Oh Mann, Risor! Ich meine, ja, du hast ja recht. Das wird so passieren. Aber... Hoffentlich droppt ein anderer Hut, okay? Gehen meine Sprinkler eigentlich? Ja, doch, das ist besprinkelt. Ich glaube, das geht im Winter auch. Du musst zum Bahnhof gehen, wenn der Zug kommt. Das weiß ich schon. Aber ich habe gerade andere Pläne. Wir gehen jetzt erstmal in die Mine. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Zug. Oh, guck mal, da ist auch noch was. Jetzt sind noch die Pilzis fertig. So. Die Pilzis sind fertig. Der Käse auch. Das geht so ratzfatz hier. Der Käse ist so schnell fertig. Aber diese Einmachdinger, die dauern ewig. Derweil ist das eigentlich in Real Life in der Herstellung gar nicht mal so ein Unterschied, oder?
Zwischen Käseherstellung. Ja, Käse braucht auch Tage. Und was einmachen kann ich ja auch direkt. Ich meine, ja, das hält länger. Vielleicht muss es länger reifen. I don't know. Wenn ich was in Essig einlege, ich glaube, nach ein paar Tagen könnte man das auch schon essen, oder? Ich habe zu wenig Erfahrung in Eingelegtem. Das hört sich weird an, aber es ist so. Ich dachte, der Zug fährt in Real Life bei uns. Das könnte bei uns auch passieren. Dann sind auch Zugschienen in der Nähe. So, Mine, nicht Stadt. So, dann packe ich das ganze Zeug, das ich nicht brauche, hier rein. So. Wir holen zuerst ein bisschen Kupfer. Fletch. Ah, Fletch, Fletch. Wohl Kupfer bräuchte ich eigentlich nur für die Sense, ne? Aber Kupfer habe ich generell sehr wenig gerade. Wenn ich die Sense ja jetzt nicht mache, wegen dem tollen Spoiler. Ey, lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich in Frieden und in Ruhe. Jo, Marlechen, wann kommt Coral Island auf der Switch raus? Weißt du das? Es gibt noch kein Release-Datum, leider. Wir fragen uns das alle. Ich hoffe, dass die das bald hinkriegen. Aber sobald ich es weiß, werde ich euch informieren. So. Warum ich den gerade kaputt mache? Weil ich den noch für die Gilde brauche. Die vernachlässigt man einfach immer, weil die gibt es nur in den obersten Level und wenn ich nicht unbedingt Kupfer brauche, komme ich da irgendwie auch nie hin. Stein brauche ich aber auch, muss ich auch ein bisschen denken. Ich habe zu wenig Stein. Hab gehört, April. Was heißt gehört? Weißt du noch, wo du die Info her hast? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich glaube, das interessiert eh viele von euch. Ich habe nur nichts gehört. Sido von Lifetime hatte ich hin. Ja, bei TikTok hat das jemand gepostet, aber bei Google finde ich nichts dazu. TikTok-Quelle ist schlecht. Wann erscheint die Switch-Version? Dazu gibt es leider noch keinen festen Termin. Nur 2024 als Zeitfenster. Der Full Release? Ja, genau. Gibt noch keine Informationen. Also, du kannst deiner TikTok-Quelle nicht glauben. Nee. Nee, also das ist von den Entwicklern definitiv noch nicht bekannt gegeben worden. Ich guck mal bei Stable Games selber vorbei. Also die Entwickler von dem Game. Nee. Nein, da gibt es noch keine Information. Genauso wie das eine neue Animal Crossing kommen soll. Ja, voll. Das sind auch keine Informationen, denen man hundertprozentig Glauben schenken kann. Das ist zwar ein Leaker, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ich weiß jetzt nicht, wo du deine Info her hast für... Oh, ich habe nicht gestoppt. Ne, ich habe das Spiel nicht gestoppt. Also auf jeden Fall... Muss man immer abwägen, wer hat diese Information geleakt. Natürlich kann, wenn jemand sagt, Coral Island kommt im April raus, das kann schon von jemandem sein, der mehr Informationen hat, beziehungsweise irgendjemand vom Entwicklerteam oder so, oder irgendjemand, der nähere Kontakte hat zu dem Entwicklerteam. Aber da ich jetzt nicht weiß, wo du das her hast, kann man dem erstens mal so voraussichtlich nicht Glauben schenken. Das Animal Crossing, die Leaks... Dem kannst du 30% Glauben schenken. Das habe ich auch in meinem Video damals so gesagt.
weil von dem Leak-Gehalt 30% von allen Informationen, die er preisgibt, wahr geworden sind und 70% nicht. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Das ist aber ziemlich schwierig teilweise. Muss man sehr viel Recherche reinstecken und so. Das ist gar nicht mal so lustig. Aber dass 2026 ein neues Animal Crossing kommt, kann man auch so ein bisschen abschätzen. Wann kommen immer so Animal Crossing Teile neu raus? Und dass 2026 eins kommen soll, ist gar nicht mal so abwegig. Und Jumas, danke dir. Jumas Blog, danke dir für dein Follow. Vielen Dank. So, wieder da. Hallo Jonas, willkommen zurück. Und wie war deine Nachdenkpause? Bist du zu einer Erkenntnis gekommen? Ich hoffe. Du hast mich nämlich echt sauer gemacht. Wie geht's dir? Wie geht's gut, Kuti? Wie geht's dir? Weniger schreiben. Du musst dich weniger schreiben. Du sollst dir einfach überlegen, was du schreibst. Das ist dein Problem. Du musst einfach nur nachdenken. Und dann läuft's. Dann kann dir nichts passieren. Wo ist denn jetzt hier die Treppe? Es ist schon spät, wo ist die Treppe? Ich glaube, ich gehe einfach zum Silbererz. Beziehungsweise, was brauche ich? Ich habe meine Axt und meine Steinhacke auf Stahl. Da brauche ich kein Silber mehr, da brauche ich Gold. Gold habe ich aber, glaube ich, noch ein bisschen. Hier, die Hacke brauche ich noch auf Stahl. Und die Gießkanne? Nee, für das nehme ich Sprinkler. Ich brauche die Gießkanne nicht aufwerten. Was meint ihr? Die Gießkanne brauche ich auch nicht aufwerten, oder? Da brauche ich die für irgendwas außer Gießen. Hoppala. Dreh dich um! Hat jemand ein Steam Deck und wenn ja, würdet ihr es empfehlen? Die Frage stelle ich mir auch. Hab gerade überhaupt nichts zum Zocken. Stardew Valley ist irgendwie nicht meins, aber Story of Seasons habe ich auch schon durch, alle Teile. Animal Crossing ist langweilig geworden und Palia habe ich auch schon eine Weile gezockt. Hast du eine Empfehlung in die Richtung? Solange bis Coral Island rauskommt. My Time at Sandrock, wie sieht es damit aus? Fand ich auch richtig cool. Oh, ich habe die Kiste vergessen. Upsi. Da hätte was drin sein können. So, ihr blöden, bösen Fledermäuse. Das neue OLED und ist echt empfehlenswert, wenn du auch gerne Emulator spielst. Spiele am liebsten Binding of Isaac und Stardew gerade. Oh, Mr. Apricot, danke dir für die Info. Ich werde mir auch ein Steam Deck zulegen irgendwann. Das Spiel heißt Stardew Valley. Fae Farm, stimmt. Fae Farm, aber für ein kurzes Vergnügen. Also mehr als 50 Stunden wirst du da drin nicht investieren. Aber für das ist es teuer, muss ich schon sagen. Aber es ist trotzdem ein gutes Game. Hat halt keinen Wiederspielcharakter, meiner Meinung nach. Ich frag mich. Der Nachbar macht echt Lärm, ey. Ich glaube, würde ich gerade nicht streamen, würde ich zu dem runtergehen und mich aufregen.
Hätte ich jetzt einen ruhigen Sonntag haben wollen? Hallo, ich bin jetzt auch dabei. Teddy, hallo. Es freut mich, dass du hier bist. Schon wieder so eine blöde Fledermaus. So ein blödes Kackvieh. Ich würde die Gießkanne machen. Im Late Game wirst du die mal brauchen und dann bist du froh. Okay, das ist ein Tipp. Das ist gut. Dann werde ich die Gießkanne auch aufbessern. Weil jetzt habe ich halt Zeit für sowas im Winter. Auch wenn es jetzt schon derbe spät ist. Aber hier nehme ich noch was mit. Mit den Angeln wird es heute nichts mehr. Oh, ich habe so viel Quarz, ne? Ich muss damit mal was machen. Nein, geht weg von mir, ihr blöden Schleimis. Ihr blöden, blöden Schleimis. Seht euch. Oh, ich sollte nach Hause gehen. Oh, ich sollte nach Hause gehen. Oh, ich sollte nach Hause gehen. Aber die Steine. Ah, ich muss nach Hause gehen. Schaffe ich das überhaupt noch? Bushaltestelle. Schnell. Miss Micken und Hallöchen. Schön, dich mal wieder zu lesen. Oh, shit, das schaffe ich easy, Leute. Was habe ich denn gedacht, wie lange ich denn brauche? Pff, easy. Easy. So, ein bisschen Money ist auch reingekommen. Schön. Brauche ich eh. Ja, die Lore ist so Game Changer. Die Lore ist einfach Hammer. Ich könnte ohne der Lore nicht mehr leben. Doch kann ich, aber ihr wisst, was ich meine. Die ist einfach wichtig. Man kann hier keinen Pilz reinpacken. Schade. Was ist mit der Wurzel? Kann ich die Wurzel einmachen? Ja, die Wurzel geht. Hä, der Pilz geht nicht. Nein, der Pilz geht nicht. Weil der giftig ist? Wahrscheinlich. So, rein damit. Der Pilz geht aber, oder? Ich habe doch schon mal einen gemachten Pilz gemacht. Ja, es war nur der giftige, der nicht geht. Ist auch irgendwie logisch. Wer will einen giftigen Pilz einmachen? Naja. Sassy macht giftige Pilze ein. Mein Staubsaugerroboter ist so laut, dass ich nichts mehr höre. Ich lasse den immer nur fahren, wenn wir gerade am PC sitzen und Kopfhörer aufhaben oder wenn wir kurz spazieren gehen oder so, dann lasse ich den immer laufen. Das Ding ist halt, gestern ist er hängen geblieben. Voll arm. Ich habe so auf die Uhr eine Nachricht bekommen. Saugus Rex hängt fest oder ist stecken geblieben. So arm. Dann schreit der so und schickt so eine Nachricht. Hey, ich muss hier raus. Das ist so traurig. Aber auch irgendwie so cute. Was ist das? Das ist so eine geheime Notiz. Jetzt fange ich an, die zu finden. Wir lesen das jetzt. Sie ist alt und zerknüllt, aber wenn du sie dir ganz genau ansiehst, kannst du etwas erkennen. Ach so, das muss ich so machen. Aha. Da hinterm Busch, in der Nacht. In der Nacht hinter diesem Busch, da geht es zum Strand runter, glaube ich. Müssen wir hingucken, okay? Und hier? Oh! Cute! Ein Bild von Mani. Das hat doch hundertprozentig Louis geschossen, das Bild. Meiner bleibt immer unterm Klo hängen. Oh no! Unser Saugroboter auf der Arbeit heißt Helene Wischer. Richtig cool. Ich nenne sie aber gerne auch Clean Elizabeth. Wir nennen auch Clean Elizabeth vom... Soll ich das jetzt sagen? Also vom Buckingham Palace, nur mit einem S vorne dran. ihr könnt euch jetzt selber denken, was das heißt. Schreibt es nicht in den Chat, ich will nicht, dass ihr gebannt werdet. Obwohl, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Aber seit halt die echte Queen Elizabeth nicht mehr da ist, haben wir halt gedacht, nennen wir ihn Saugus Rex. Tyrannosaurus Rex.
Aber ja, früher haben wir auch uns den Namen Queen Elizabeths vom Buckingham S. Palace überlegt. Finde ich halt auch mega witzig. Das ist halt so. Wo ist denn mein Rubin? Wo ist denn meine Rubinsammlung? Ich habe noch keine. Wir hatten einmal vergessen, wichtige Papiere wegzulegen. Die lagen auf dem Boden und dem Saugroboter laufen lassen. Danach waren alle Papiere im Haus verteilt und die durften wir wieder sortieren. Ja, die machen auch gerne Chaos, das stimmt. Wir gehen gleich wieder in die Mine. Die Tiere können mal einen Tag warten. Haben eh ihr Futter. Die sind eh zufrieden. Und die Eier, die spawnen nicht gleich. Aber ich brauche meine Energie für die Mine. So, wir holen noch ein bisschen Erz. Wann fängt Gold an? Da ist schon Gold. Da ist auch schon Gold. Okay. Das sieht gut aus. Okay, Level 70 können wir uns merken. Das ist eine gute Spawnrate von Eisenerz. Aber die Skelette brauche ich auch noch. Ey, lass doch deine Knochen bei dir. Du brauchst die mehr als ich. Gott. Trenn sich deine Rippe ab und schieß mich damit ab. Ich glaube, ich spinne. Die Cersei nicht immer die Brave, wie es scheint. Warum? Mein Name ist Hermann. Auf die Idee ist mein Vater gekommen. Keine Ahnung warum, aber wir nennen ihn seit Jahren so. Der Hermann. Ja, wieso nicht? Hermann macht gute Arbeit. Krass, wie viele Leute auch jetzt schon Staubsaugroboter zu Hause haben. Wild. Deine Knochen brauchst du mehr als ich. Du wirst es mir danken. In 10 Jahren hast du keine Knochen mehr. Bin mir nicht mal sicher, ob 10 Jahre. Werden wahrscheinlich weniger sein. Die Monster sind heute ganz fies zu mir. Den lasse ich jetzt. Den da oben. Der kann da bleiben, wo er ist. Ach so. Also nur weil ich hier Family Content mache, heißt das ja nicht, dass ich immer brav denke. Unser heißt Saugi und hat Wackelaugen. Ich habe mir das auch mal überlegt, den Wackelaugen aufzukleben. Ich habe noch nicht so schöne große Wackelaugen gefunden. Ich habe ihm aber auch, also da er ja Saugus Rex heißt, habe ich mir auch gedacht, vielleicht wäre es cool, irgendwie so Zacken wie so ein Dino drauf zu machen. Das wäre auch süß. Irgendwas. Oder einen kleinen Hut aufzusetzen. Aber dann kommt er nicht mehr unter die Couch. Das wäre auch blöd. Er muss unter die Couch kommen. Warum dreht sie sich denn immer weg? Sie hatte gar nicht meine Schuld. Hermann ist sogar bilingual. Hä? Was heißt das? Der spricht 2 verschiedene Sprachen mit dir? Was für ein Talent. Wir sollten Hermann mehr fördern. Hermann könnte wirklich die Welt verändern. Ich bin tot. Was ist da rechts? Warum blute ich so? Und habe erst dann gecheckt, dass ich fast tot bin.
Und dann konnte ich nicht mehr weg. Upsi. Hallo Maro, ich habe dich ohnmächtig in der Minen gefunden. Maro, du weißt doch, dass du nicht in die Minen gehen sollst. Vor allem so tief, Maro. Ach, Maro. Ja, mir geht's nicht gut. Au, ich habe wohl 1900 G verloren und 3 Gegenstände aus meinem Rucksack. Ah, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Oh, ich blute. Aua. Aui. Wo sind meine Schokoriegel? Meine Schokoriegel sind nicht da. Aber eine Frucht. Achso. Ich könnte mir was von den Gegenständen zurückholen, aber brauche ich gar nicht. Ich gehe einfach. Dann gehe ich doch noch zu den Tieren heute. Ich bin so tief in die Mine. Da waren schon die fiesen Monster. Zumindest von der ersten Mine. Dumm wie ich bin, habe ich in der Mine 3 Sachen fürs Community Center verloren. Oh Gott, Riso. Das musst du doch rausbringen. Das musst du rausbringen. Voll gemein. 3 einfach. Oh, Kacke. Jetzt habe ich noch mehr von den geheimen Sachen. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieht er den Busch über dem Spielplatz an? Okay. Wo sehe ich denn die geheimen Notizen? Hier. Okay. Ich weiß nicht, er redet mit uns. Ich verstehe nur nicht ganz, was er von mir will. Manchmal spricht er Chinesisch. Was? Manchmal? Ich schätze Finnisch. Und er hat auch mal Spanisch gesprochen. Keine Ahnung, wie das geht. Wie kann das passieren? Ich habe einen Auberginensaft. Was bringt er mir eigentlich? Gar nicht mal so viel. Abgeben kann ich den auch nicht. Mal gucken, was der kostet. Wo ist mein Wein? Hier. Wir machen wieder Wein. Schöne Hose hast du in Stardew Valley an. Ja, endlich bemerkt's mal jemand. Endlich bemerkt's mal jemand, dass ich eine wunderschöne Unterhose vom Bürgermeister anhab. So. So nämlich. Ach, jetzt habe ich die Sachen vergessen in der Mine. Upsi. Muss ich nochmal zurück. Ich sollte Hermann vielleicht mal im Förderprogramm für begabte Saugroboter anmelden. Ja. Ich weiß nicht, ob meiner so schlau ist. Also der ist gestern wirklich blöd am Teppich hängen geblieben. Wir haben ihm alles aus dem Weg geräumt. Alles. Und dann weiß nicht, was er mit dem Teppich gemacht hat. Der hat den so zusammengewurschtelt. Und dann hat er den mal rausgefunden. Voll traurig. Ich muss das eigentlich alles mal abholen hier. Nehm alles mit, was geht. Bist du damit schon zu ihm gegangen? Ja. Er war nicht begeistert. Aber Mani ist so süß. Mani kichert voll, wenn sie das sieht. Feldfrüchte haben wir ja auch was. Ja. Ich horte schon wieder. Leute, ich horte. Das ist doch toll, oder? Ich horte tolle Sachen. Meine Gießkanne brauche ich halt wirklich gerade nicht. Außer wenn ich die verbessere. Mein Wein ist fertig. Oh, Wein brauche ich zum Abgeben. Aha. Wein muss ich abgeben. So, wenn ich jetzt heute wieder die Ziegen melken kann, dann ist es seltsam. Oh Gott, wie das gerade dunkel geworden ist. Okay, jetzt geht's nicht. Gut. Ich habe schon fast den Glauben an meine Ziegis verloren. Hermann ist begabt, aber dafür ist seine Orientierungssinn etwas zurückgeblieben. Ja, man kann auch nicht in allem toll sein.
Es geht halt nicht. Oder er und die Toilette sind beste Freunde. Das kann halt auch sein. Unsere Unterhaltungen sind herrlich, Leute. Ich lieb's. So, wir habt eure Eier liegen überall? Nein? Ja, Mäuzett. Mäuzett! Lass dir den Käse schmecken. So, hier ist ein Ei. Zwei Eier. Ein Ei. Oh, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, dass ich jetzt den Käse esse. Wein, Wein, Wein. Da hole ich gleich nochmal zwei Weintrauben. Ich bin so gespannt, was der Wert ist. Also ich glaube, wir machen das so. Ich muss hier einen Wein abgeben. Dann packe ich gleich einen Wein hier rein. Und den anderen werde ich verkaufen. Und dann gucken wir uns an, was wir da für bekommen. Weil ja, ich weiß, Lia mag auch Wein. Aber für dich habe ich eh Ziegenkäse. So, da habe ich schon 4 Ziegenkäse für sie. Wird ja wohl reichen. So, dann gucken wir uns das gleich mal an, wie viel ich dafür kriege. Stell dich mal, jetzt kommt ein Raid und wir unterhalten uns über sowas. Ja, wäre doch toll. Kampfstufe 7, Leute. Neues Herstellungsrezept. Ring von Joba. Das ist, glaube ich, der Lichtring, oder? Und ein Dornenring. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir dafür bekommen haben. Saft 135 und Wein 240. Ja, ist okay. Ist okay, finde ich aber Mayonnaise-Produktion recht, ja, so viel, viel besser. Mayonnaise, da kriege ich halt richtig oft schon Gold raus jetzt. Ich spiele nebenbei Animal Crossing New Leaf. Ist da nicht jetzt, also werden da nicht heute die Server abgestellt? Ich dachte gerade, du sagst, du hast genug und sie dann aus Versehen verkauft. Alles gut, Jackie. Alles gut. Morgen. Morgen, ja. Ah. Ich habe The Leaf selber nie gespielt, deswegen, I don't know, aber ich finde schon doof. Vor allem auch, wenn dann der Moment kommt, wo für New Horizons dann die Server abgestellt werden. Das ist noch ein Jahre hin, ja, ich weiß, aber trotzdem, irgendwann kommt der Moment. Das wird schon traurig. Leon, dem Bonsai geht's gut. Ihr seht den zwar jetzt durchsichtig, aber oh. Den geht's gut. Ich habe ihn gegossen. Ich habe ihn gegossen. Bonsai ist wohl auf. Okay. Aber ich habe ja noch was abgegeben. Der Pilz. Okay, nee, das meinte ich nicht. Weintraube, Gelee. Doch, Saft wollte ich auch gucken. Ja, 135 ist nicht so gut. Da packe ich eher Wein rein. Was ist dein Lieblingsessen, beziehungsweise was isst du gerne? Ich esse gerne Pasta. Ich liebe Pasta über alles. Das ist mega lecker. Und die verschiedensten Pasta-Gerichte sind einfach mein Lieblingsessen. Wie Server abgestellt? Die Online-Server werden dafür abgestellt. Das heißt, man kann dann nicht mehr schlummern. Lasagne ist auch ein bisschen Pasta. Das auch. Sind auch Nudeln drin. Du kannst selber noch New Leaf spielen, damit hat das nichts zu tun, aber die Online-Server werden halt abgestellt. Wii U und 3DS werden komplett vom Netz genommen. Genau. Ciao, willkommen zurück. Sapinas geht's gut. Die Ziegen fangen mich auch langsam an zu lieben, oder? Ja, ein Herzi habe ich schon. Yes. Supi, dann mache ich mir mal Pasta. Ich habe Mahlzeit.
Wir haben gestern wieder Paprikanudeln gemacht. Und da haben wir heute für abends auch noch was übrig. So. Die Käseproduktion ist wieder im vollen Gange, meine Lieben. Na, ich hoffe, euch geht's gut, mein Lieben. Es ist so eine Erleichterung, dass ich hier nicht füttern brauche. Das ist einfach ein Gamechanger im Luxusstall. So, alle mal lieb haben. Nehmt die Herzen da eigentlich auch ab, wenn ich vergesse, sie lieb zu haben? Wenn ich sie vergesse zu streicheln? Habe ich dann Pech gehabt? Gehen die dann wieder weg? ...210 von 240. Easy, da kommen wir durch den Binder. Aber jetzt frage ich mich halt, hier ist ja noch Gras. Oder ist das jetzt weg? Nee, das ist ja noch da. Das kann ich nicht wieder in den Silo befördern, oder? Doch. Ey, Leute. Das war doch nicht immer so. Oder? Hä? Nee, könnt ihr mir doch nicht erzählen. Im Winter konnte man kein Gras abmähen. Sodass das direkt in den Silo ging. Das ist neu. Okay, ja. Ey, ich dachte, ich bin verrückt. Darf ich bitte durch? Ich muss hier unbedingt mal Wege hinmachen, damit das hier nicht spawnt. So nervig. Das ist neu. Vielleicht wegen diesem magischen Gras oder so. Früher gab es kein Gras im Winter. Nee, es ist ja nicht nur das Magische noch da. Also das Magische ist hier das Dunkle. Es ist auch das normale Gras da. Davon kriege ich auch Heu. Nein, ist nicht so gewesen. Ja, voll. Animal Crossing ist heute schon vorbei, Anilein. Aber das kommt auf YouTube online. Wir haben richtig coole Dinge gefunden. Und nächste Woche Sonntag fangen wir dann mit der neuen Insel an. Weil wir haben heute nur Inselbesuche gemacht. Das mit dem Gras okay, aber das mit dem verrückt, naja. Wolltest du nicht heute Animal Crossing spielen? Wir haben heute schon. Naichi. Animal Crossing ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Aber haben wir über 2 Stunden gemacht. Schon ist eh nicht. Nee, 2 Stunden. 2 Stunden, glaube ich, ging der Part. Die Würmchen sind da. Wir brauchen noch immer so eine Kristallfrucht. Oh, prähistorischer Rückenwirbel. Oh, das könnte Günther interessieren. Das ist doch was für ein Günther. So, wir trauen uns wieder in die Minen. Komme, was wolle. Ein bisschen Gold müssen wir noch holen. Jetzt gehen wir vielleicht in die... Okay, 60 ist noch nichts, aber 70, oder? Nee, 70 auch noch nicht. 80. Okay. Wir tragen uns in die 80. Da ist noch kein Gold. Mist. Bei mir funktioniert das seitdem aber auch nicht mehr im Sommer. Was funktioniert nicht, Jackie? Mit dem Gras? Das sollte nicht sein. Okay, hier ist Gold. Ja! Die Musik hier.
Also falls TikTok-Zuschauer, falls ihr euch fragt, ich habe im Titel geändert, dass ich Stardew Valley spiele. Ich habe vorhin Animal Crossing gemacht. Aber das sollte eigentlich im Titel geändert sein. Vielleicht hat das nicht aktualisiert, aber ich habe das vorhin geändert. Das ist Stardew. Wir spielen im Stream jetzt immer zwei Spiele eigentlich. Nicht immer nur eins, deswegen. Ah, geh weg! Stirb! Oh, noch ein Schleimi. So. Okay. Wo ist die Leiter? Xadana, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Immer zu spät! Das ist auch kein Harvest Moon-Klon. Der Entwickler hat wirklich so viel eigene Ideen reingebracht. Auch wenn es von Harvest Moon inspiriert ist, ist es kein Harvest Moon-Klon mehr. Auch wenn es das anfangs war, aber das ist es nicht mehr. Der Entwickler hat hier wirklich tolle Dinge reingebracht, die nichts mit Harvest Moon zu tun haben. Also man kann wirklich nur sagen, es ist von Harvest Moon inspiriert. Aber das Wort Klon hat es nicht verdient, nein. Oh, Feuerquarz. Oh. Ich muss aufpassen, ich sterbe schon wieder fast, ne? Das ist ein bisschen tragisch. Okay, wir haben 10 Golderz. Immerhin. Immerhin. Ich glaube aber, wir haben ehrlich gesagt einiges an Gold zu Hause. Guck mal hier. Nehmen wir das mal wieder mit. So. Stelle. Guck mal, ob es hier eine Kristallfrucht gibt. Nee, schade. Ich hoffe, dass wir heute noch geratet werden, weil ich will den Sound hören. Ach was. Kirsche, den wirst du schon früh genug mal hören. Sonntags sind nicht so viele Leute live. Das ist eher unwahrscheinlicher. Und auch nicht schlimm. Okay. Unser ganzes Erz packen wir mal hier ein. Ist hier noch was? Nee. So. Wir haben, ja, guck mal, wir haben voll viel Golderz. Kupfer mittlerweile. Oh, wir haben auch, hä? Ich muss mal wieder Barren machen. Okay, dann gehen wir jetzt Barren machen. Brauche ich gar nicht so viel in der Mine sein. So. Ich habe so viele Barren. Jetzt habe ich dann 10 Goldbarren, wenn die fertig sind. Dann machen wir von den anderen noch ein bisschen was. Und dann reicht das. Dann gehen wir lieber angeln, als in die Mine hier im Winter. Wollte nicht spoilern, habe hoffentlich draus gelernt. Alles gut, Jonas. Aber wirklich, weil ich habe es dir, gerade dir, schon echt oft gesagt. Und ja, wäre schade, wenn du... Es einfach nachdenken über deine Nachrichten, die du schreibst. Ob das, also frag nicht nach, ob du das und das schon erreicht hast. Wenn ich Nein sage, dann ist das was Neues für mich und dann hast du mich in dem Moment gespoilert. Einfach nachdenken, was du schreibst. Dann kann dir das nicht passieren. Wird heute wieder gemurmelt? Ne, geht sich nicht mehr aus. Geht sich nicht mehr aus. I'm sorry. Okay, wir sollen ja in der Nacht fischen. Das heißt, wir gehen jetzt noch runter zum Ozean. Weil der gute Willi will ja einen Tintenfisch von mir haben. Habe ich alles dabei? Ja. Ich muss die alte Angel auch mal entsorgen, beziehungsweise wegpacken. So. Der Willi sagt, ich muss ihm einen Tintenfisch angeln, aber das ist ein Nachtfisch. Oh, hallo Clint. Clint, du musst auch bald wieder Sachen für mich machen, ne?
Da wäre ein Würmchen gewesen. Aber dafür haben wir gerade keine Zeit. Wir müssen zum Ozean. Ah ja, und hier sollte ich auch mal gucken, haben die gesagt. Wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Zum Ozean. So. Haben wir Köder drin? Ein. So. Na dann fangen wir mal. Petri heil, Leute. Petri heil. Hoffentlich ist ein neuer dabei. Ein neues Fischi. Oh, der ist neu. Ist kein Tintenfisch, aber er ist neu. Nee, ist ein Hering. Warum dachte ich, er ist neu? Bei TikTok steht immer noch Animal Crossing. Dann hat TikTok das nicht gepeilt. Oh, der ist neu. Wartet, Konzentration, 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 Konzentration. Weißer Thunfisch, den brauche ich. TikTok steht immer... Ich hätte es aktualisiert. Das ist schon die dritte Art von Angel, die man kaufen kann. Das ist die Iridium-Angel. Iridium-Angel. Deswegen ist der Balken größer. Und ich habe einen Sonar-Köder dran, deswegen sehe ich oben rechts, der ist auch neu, sehe ich oben rechts, was für ein Fisch dran hängt. Sonar. Ein Heilbutt! Krass, okay, ja, da muss man voll... Ihr müsst einfach angeln, dann levelt ihr ja auch. Noch ein Heilbutt. Dann levelt ihr auch und dann könnt ihr immer weitere, bessere Angeln kaufen. Willi schreibt euch dann einen Brief und sagt, hey, ich habe neue Angeln. Ich habe neue Items auf Lager. Und dann könnt ihr das bei ihm kaufen, die neuen, besseren Angeln. Ein Tinti! Es ist ein Tinti! Ah! Ja! Ich hab einen Tinti! Muss ich den abgeben? Nee, aber Willi kann ich den geben. Wuhu! Yeah! Einen Stör brauchen wir jetzt noch. Ein Stör, der stört wohl. Jetzt sind meine Köder vorbei. Ja. Meine Köder sind weg. Vinaria, Hallöchen. Oh, du Tinti! Ah! 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 Das war knapp. Ah! Oh! Hör auf. Hör auf, so zu zappeln. Ah! Oh. Zwei Tintis. Dann kann ich jetzt die Würmer noch holen. Da habe ich noch Zeit für. Glückwunsch, danke, Leute. Oh, zwei Tintis direkt, habe ich gar nicht erwartet. Okay, da ist nichts Interessantes drin. Aber ein Stör kriege ich ja vom Fluss, soweit ich weiß. In Animal Crossing ist es ein Fluss. Flussfisch. Flusch, ein Flusch. Abgekürzt Flussfisch, Flusch, falls es ihr nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. Ich meine, der war im Fluss. Oder? Vielleicht fange ich ihn noch. Nee, das ist ein Barsch, aber egal. Nehmen wir auch mit. Nee, ein Karpfen? Nee, ein Barsch. Nee, was ist es? Was ist das nochmal? Das ist, glaube ich, ein gewöhnlicher Barsch, oder? Ja, ein gewöhnlicher Barsch. Ich suche einen Stör. Ist im Fluss, oder? Winter im Fluss. Vielleicht nicht in... Das ist ein neuer Fisch. Zwar kein Stör, aber... Ah! Nee. Nee. Was ist das für einer? Was? Ja, genau! Oh, komm. Ich sag's nicht. Ich wollte gerade was sagen, was böse war. Das Thema verstört mich. Das ist er wieder. Das gibt's ja nicht. Was ist los?
Es ist zu spät, um zu angeln. Ich habe auch nur mehr einen Platz frei. Was ist denn das für ein doofer Fisch? Das gibt's ja nicht. Stör ist im Teich am Berg. Nee, im Winter ist er auch. Aber ich wusste es nicht mehr, ob er flüssig ist. Ob er ein Flüssig ist. Der Stör müsste im Winter auch sein. Da haben wir letztes Mal nachgeguckt. So tolles Wetter zum drinnen herumsitzen. Na, dann geh raus, Mopshund. Ich habe ihn nur im Sommer gefunden. Ich glaube, wir haben nachgeguckt. Das müsste eigentlich schon auch ein Winterfisch sein. Oder? Oder haben wir uns da verguckt? Okay, dann werde ich morgen am Teich angeln. So. Money. Wir brauchen jetzt eh mega viel Geld, um das zu verbessern, ne? Oh, das wird eh anstrengend. Der Buchhändler ist heute da. Ja, der Buchhändler, der will auch mich die ganze Zeit abzocken. Diese Bücher sind so teuer. Er macht mich auch wütend, der Buchhändler. Habt ihr euch schon mal Bücher gekauft? Die sind so teuer. Aber ich werde jetzt zu Clint gehen. Clint braucht... Oh. Clint braucht kein Hartholz, oder? Den muss man auch nicht abgeben. Hä, was? Ich dachte, den weißen Thunfisch muss ich abgeben. Oder war das der normale Thunfisch? Hä? Warum glitzert das nicht? Mit Rabbit, Prost, falls ich es nicht eingelöst habe. Prost. Man kann Bücher kaufen. Ja, das ist seit dem neuen Update da. Hinter dem Julia-Markt, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken hier. Thunfisch, der normale, nicht der weiße. Oh, ärgerlich. Da ist der Stör. Mano! Aber Willi, muss ich den da bringen? Robin braucht Hartholz. Ah, okay. Aber Clint braucht es nicht, glaube ich. Wo habe ich denn diese Alge? Ah, da. So, und die Angel lasse ich jetzt auch mal da. Die Sense brauche ich auch gerade nicht. Gut. So. Oh, Köder. Ah, nein! Was wollte ich denn mit dem Weißen jetzt machen? Dann wollte ich auch noch einpacken. Köder, Köder, Köder. So. Ja, Tjag, das ist mir zu viel Nachdenken. So blöd sich das anhört, aber es ist wirklich so. So, da haben wir auch noch Wurmis. Noch ein verlorenes Buch. Oh, dann brauche ich hier noch die Köder. Hält dieses Sonar-Ding ewig? Das ist ja auch cool. Das Gefühl habe ich schon, dass es ewig hält. Oder bricht das mal auseinander und dann muss ich ein neues kaufen? Ein Barsch. Ein Barschi. Kann halt jetzt sein, dass ich den Stör zwar im Winter fangen kann, aber nicht bei Schnee. Kann sein, muss nicht sein. Wir werden sehen.
Nope, kann ich brechen? Meinst du das, Resort? Das wäre so cool. Das brauchen wir. Ah. Ah. Kannst den Stör immer fangen. Okay. Vielleicht habe ich Glück. Eine Knochenflöte. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Ach, wieder was für ein Gunther. Ich habe schon wieder so viel für Gunther gesammelt. Ich muss wieder zu Gunther. Mein Ausrufezeichen blinkt. Das blinkt fast immer. Das ist einfach, weil ich die neuen Quests, die ich annehme, nicht angucken gehe. Aber ich bin mit dem Rufzeichen nicht zufrieden. Generell mit den ganzen Quests, weil bei mir halt immer noch der Bug vom Anfang ist. Noch sowas. Toll. Also, ich gehe die einfach nicht angucken, deswegen blinkt das immer. Aber guck mal, erste Schritte ist noch immer da. Das nervt mich so. Ich glaube, es ist egal, wo man sich hinstellt, Patricia. Ich habe mich nur jetzt von da drüben hier rübergestellt, weil man da einfach mehr sieht. Hoppala, verloren. Zu spät. Mein Schwerfeld. Zerbeiß an! Ich habe Köder dran. Zwar die schlechten, aber egal. Oh Gott, diese Waldspringer. Ach doch, kein Waldspringer. Diese Zwergwälse. Die sehen fast gleich aus. Nochmal neu anfangen, dann kannst du die Quest machen. Ach was, Chris. Ist das nicht toll? Oh Gott, das ist wieder der. Das ist wieder unser Nervösifisch. Der ist so gemein. Wie soll man den fangen? Wie soll das möglich sein? Wie? Kann man den irgendwie betäuben? Und dann kommt wieder so ein Barsch, der gar nichts macht. Gar nichts. Du brauchst 10 Jahre Spielerfahrung. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Vielleicht kriege ich mal einen ruhigen. Das gibt's ja nicht. Ja, es gibt bessere Köder, damit die größer werden, ja. Gibt es noch eine bessere Angel als die Iridium-Angel? Bestimmt, oder? Oh, ein Stör! Ein Stör! Ein Stör, Leute! Das ist ein Stör! Ah! 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 Es ist Sonntag, es sollte leiser sein. Das ist ein Stör! Ja! Iridium ist das Maximale, oder? Ich, I don't know. Ja, Miss Wickerton, das ist ein Sonar. Ich habe ein Sonar an die Angel gemacht, deswegen kriege ich das angezeigt. Seit dem neuen Update gibt es doch bessere Angeln. Ja, wie cool. Okay, wir haben den Stör. Das ist sehr gut. Dann brauche ich jetzt noch einen Thunfisch. Den kriege ich aber unten. Da gehen wir gleich hin. Einen Fischi machen wir noch. Den Kaulbarsch, den holen wir uns noch. So. Sogar noch ein Achievement beim Kaulbarsch. Toll. Achso, wartet. Ich gehe gleich beim Community Center vorbei. Geb das gleich mal ab. Bevor ich Willi den unabsichtlich verkaufe oder so. Kann ja auch immer passieren. Oh, ein historisches Saatgut. Das ist wieder was für Gunther. Patricia, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ey, cool, ja. Dann werde ich da noch Verbesserungen dran machen und dann hoffentlich irgendwann mal diesen Fisch fangen können. Ah ja, ich sollte ja gucken. Da steht Ozeanfische, Teichfische. Ach, jetzt bin ich rausgegangen. So, Bündel komplett. Ah, schön, herrlich.
verkleideter Dreher. Der metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftschlangen sind ein verlockendes Spektakel für Fische, erhöht die Beißrate von Fischen. Das ist auch eine Verbesserung, die toll ist. Das bedeutet, die werden wir auch gleich mal angucken. Da fehlt noch der Thunfisch und da müssen wir in die Wüste. Yes. Aber, jetzt gucke ich mal, da muss ich das Sonar abmachen. Das Sonar ist jetzt kaputt gegangen. Ja. Das Sonar ist jetzt kaputt gegangen. Wurde mir das angezeigt, dass es kaputt gegangen ist? Ich glaube nicht. Da ist übrigens der Buchhändler drüben. Der ist da oben. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt zu Clint und dann zu Gunther. Und dann zum Meer angeln. So, hallo Clint. Oh. Werkzeuge aufbessern, genau. Goldaxt. Ich kann schon mein erstes Gold machen oder wir machen zuerst die Stahlhacke. Was sollen wir zuerst machen? Der Chat darf entscheiden. Sollen wir schon mal eine Goldaxt machen oder sollen wir mal alles auf Stahl bringen? Alles auf Stahl, okay. Machen wir alles auf Stahl. Stahl. Sorry, Alexa. Sorry, Alex. So, dann kriegst du mal hier dein Saatgut. Mach was draus. Und deine Flöte. Krieg ich eine Belohnung? Ja. Ein Flötenblock gibt das Geräusch einer Flöte ab. Aha. Uralte Samen, sehr cool. Und das Rezept für uraltes Saatgut. Cool. Gunther, danke. So, dann mache ich das hier hin. Jedes Mal, wenn ich zu Gunther gehe, höre ich das dann. Schön, herrlich. Freue ich mich drauf. Bringt der Mülleimer eigentlich was? Du, ich habe keine Ahnung, Chris. Hat jemand schon mal den Mülleimer verbessert? Bringt das was? Very, very wichtig. Das ist Englisch. Das ist very, very wichtig. Hallo, Elliot. Cool, und Schal heißt du da. So, Willi. Hier, guck mal. Den muss ich dir privat geben, den Tinti. Das ist ein goldener Tinti. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Ja, das stimmt. Da hat man ein bisschen mehr Zeit. So, das können wir jetzt hier. Einsammeln 800G ist definitiv toll. Jetzt gehe ich nochmal sicher, dass hier nichts leuchtet. Ja, gut. Dann kriegt er meine ganzen Fische. Gucken wir mal, was der da hat. Fischräucherer. Das ist eigentlich cool. Geräucherter Fisch ist doppelt so viel wert. Das hole ich mir. Ich weiß, es ist teuer, aber das ist schon gut. Sonarköder. Zeigt an, welcher Fisch an der Leine ist, bevor er gefangen wird. Aber ist der jetzt kaputt? Ich habe den jetzt nicht mehr gesehen. Bleifischköder. Hängender. Okay, das ist nur mehr Items. Okay, gut. Dann probieren wir nochmal zu fischen hier. Mit unserem neuen Dreher. Brauchst du auch für eine Quest? Welche brauche ich für eine Quest? Den Räucherer wahrscheinlich, ja. Aber es ist ja auch voll gut, wenn der Fisch dann doppelt so viel wert wird. Das ist ja voll gut. Und ich habe gerade einen Levelaufstieg bekommen. Das habt ihr nicht gesehen, das ist leider hinter mir. Aber da ist die Nachricht gestanden, du hast neue Ideen, über die du schlafen kannst. Das ist meistens ein Levelaufstieg. Ich glaube, es ist sogar immer ein Levelaufstieg. Also ich sehe jetzt auch die Fische nicht mehr. Das Sonar dürfte wirklich kaputt gegangen sein. Da ist mein Mann. Sandine.
Sardinchen. Oh, das ist wieder ein anderer Fisch. Vom Verhalten merkt man das eh. Wenn das eher so nervöse Fische sind, dann ist das ein anderer, ein neuer. Ein seltener. Das ist ein Thunfisch. Es ist ein Thunfisch. Leute, es ist ein Thunfisch. Wir haben den Thunfisch! Das stimmt, Chris, das so nah bringt so nix. Ich glaube, man spart halt ein bisschen Zeit, wenn man den dann einfach nicht fängt. Du kannst, wenn du einen Köder dran hast, wie beim Bad... Was? Du kannst, wenn du einen Köder dran hast, gucken und siehst, wie lange der Köder noch hält. Was für ein Kuchen? Ah, da ist ein Balken. Aha, okay, also die sterben alle. Die brechen alle mit der Zeit, die Köder. Was willst du tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch. Hi, Fisch. Was willst du tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch. Eine Sardine. Eine Sardine nehmen wir doch auch immer gern mit. So, aber dann habe ich hier alles fürs Community Center an Fischen fertig. Das ist natürlich cool. Dann gebe ich Willi jetzt noch schnell die letzten Fischis. So, du darfst den Hering haben. Du darfst die Rotbarbe haben. Du darfst die Sardinen haben. Den darfst du nicht haben. Die Rotbarbe und die Sardine darfst du auch noch haben. Chasi. Niki, Hallöchen. Ich bin stolz auf uns. Wir haben den Stör, wir haben den Thunfisch. Oh, und wir haben die Nautilusmuschel, die fehlt uns auch noch. Halleluja. Ey, wir sind so gut heute. Obwohl Winter ist. Obwohl Winter ist, machen wir heute richtig tolle Dinge. Dann haben wir alles auf Stahl. Ich kann die Würmer jetzt nicht holen, weil ja die Hacke in der Verbesserung ist. Aber das ist egal. Wir haben alles aus Stahl. Nee, wir haben die Gießkanne noch nicht verbessert. Die müssen wir auch noch verbessern. Aber die habe ich ja gerade nicht dabei. Ich kenne dich nicht! Jas, was heißt das? Du kennst mich. Vincent, stopp! Meine Mama macht heute Linsensuppe. Ich dachte schon, es sagt Lachssuppe. Ich dachte, es war Lachssuppe. Nee, Lauchsuppe, nicht Lachssuppe. Lauchsuppe. Was machst du immer? Lachslauchsuppe? Nee, irgendwann hast du was mit Lachs gemacht und irgendwann hast du Lauchsuppe gemacht. Ich kann mich doch auch nicht mehr erinnern. Ja, die Winterbekleidungen sind neu. Das stimmt. Jetzt möchte ich halt schon noch dieses Kristallding da finden. Bevor ich zum Community Center gehe. Diese Kristallfrucht, die fehlt mir nämlich noch für das komplette Bündel. Wartet mal, die kann doch in der Höhle liegen. Wieso reden alle vom Essen? Das ist immer bei uns so, leider. Bei uns passiert das in jedem Stream, dass mal übers Essen geredet wird. Ich habe auch Hunger. Ich fühle mit euch. Nein, da ist leider keine. Aber voll viele andere. Orangen hatte ich auch noch nie. Ich brauche doch die Kristallfrucht. Lauch-Käsesuppe ist lecker. Käse-Lauchsuppe. Ach, das war's. Auch wenn es Käse-Lauchsuppe heißen müsste. Ah. Wo ist diese blöde Kristallfrucht? Da ist sie! Oh! Ja! Jetzt aber ab ins Community Center. Jetzt können wir so viel abschließen. Gehört Essen irgendwie mit zu Cozy? Kann sein. Essen lässt einen cozy fühlen. Essen lässt einen gut fühlen. Und wenn man sich gut fühlt, ist es cozy. Also irgendwie schon. Aber das muss man schon sehr weit ableiten. Oh, ich krieg heute so viel Applaus. Vielen, vielen Dank.
Ab ins Community Center. Der Julia-Markt ist teurer, oder? Der Julia-Markt ist teuer, ja. Melonenregen, Hallöchen. Oh, was für ein schöner Name. Nur tut's weh, wenn Melonen runterregnen. Aber hallo! Ich habe mir das kurzfristig schön vorgestellt, Melonenregen, aber dann tat's doch weh. Wir kriegen den zweiten Stern. Wir kriegen den zweiten Stern. Leute, wir kriegen den zweiten Stern. Ja! Ach, ich kann doch so schön singen, Leute. Nicht. Kann man so oder so sehen, ja. Oh, Wintersaat. Was passiert? Guckt mal. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Ah, oh, schön. Jetzt haben wir hier auch eine Nähmaschine, oder? Nee. Das ist keine Nähmaschine. Das ist so ein Spinnrad. Ja! Ja! Der zweite Stern. So, dann haben wir hier noch ein Bündel komplett. Totem. Und da fehlen uns nur mehr die drei Sachen. Oh, die Lady war heute da. Ich war nicht bei der komischen Lady. Und? Eine Nautilusmuschel, die kommt hier hin. Wein. Oh, Wein habe ich vergessen mitzunehmen. Da ist auch noch ein Bündel komplett. Toll ist das. Die komische Lady, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Oh, eine Recycle-Maschine. Okay, das ist auch gut. Da kann ich Quarz mitmachen, aber nur, wenn ich CDs habe. Ja. Das... Rotkohl? Wann kann man Rotkohl anbauen? Entenfedern bekomme ich hoffentlich mal endlich von meinen Enten. Für was habe ich zwei? Und ansonsten, glaube ich, glänzt nichts mehr. Nee, gut. Dann sind wir hier fertig. Wie sie ihre Bündel wegtragen, die Süßen. Es wird. Und wir haben was damit jetzt freigeschaltet? Wir gehen gleich ins Bett, dann sehen wir es. Abigail, hallo. Abigail, magst du sowas? Was soll ich damit anfangen? Okay, sie mag es nicht. Ups. Hätte ich ihr doch nur eine Orange gegeben. Im Sommer kann man Rotkohl anbauen. Oh. Aber wahrscheinlich nicht im ersten Jahr. Hab gerade einen Hühnerstall gekauft. Jetzt fällt mir auf, dass ich ja auch noch Geld für Hühner brauche. Und Futter. Ja, das ist anstrengend, ne? Aprikose. Das behalte ich zum Einmachen. Das kann ich verkaufen. Das auch, das auch, das auch. Für was brauche ich eigentlich die Grünalgen, Leute? Das frage ich mich auch schon lange. So. Dann hole ich mir noch kurz Eisenerz raus. Mach noch ein paar Barren. So, dann gucken wir uns das an, was wir freigeschaltet haben. Oh. Wait a minute. Weintrauben brauche ich für was anderes. Auberginen kann ich dann einmachen. Baronis auch. Nein. Bitte iss sie nicht. Nein! Die will immer diese Sachen essen. Mein Charakter. Frechheit. Oh, stimmt, die Brücke. Ja,
Toll, dann können wir endlich das ganze Erz da holen. Brauchen wir nicht mehr in die Mine gehen. Das ist schön. Angeleffektivität 1 plus 1. Fischen Stufe 7. Neuestes Herstellungsrezept Korkenfischköder. Neues Herstellungsrezept Schatzjäger. Ach, wie cool. Tolle Sachen. Oh, und sammeln auch. Wir können jetzt Burger, wir können Überlebensburger machen. Toll. Tja. Und Tintenfischi haben wir auch verkauft. Konnte nicht widerstehen. Darum schaue ich jetzt auf Twitch zu. Melonenregen, das einzige Ding, was ich dir jetzt sagen muss. Dieser Part ist jetzt zu Ende. Dieser Part ist jetzt zu Ende und das bedeutet an meine lieben YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr zugeschaut habt, schön, dass ihr mit dabei wart und ja, es war eh schon wieder fast 2 Stunden. So schnell vergeht die Zeit, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und an die YouTube-Zuschauer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!